Die Radio Hamburg News Show. Die witzigsten Nachrichten der Stadt. Mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Guten Tag. Die Inflation hat ein Rekordniveau erreicht. Insbesondere trifft das auf die Energiepreise zu. Da hilft für den anstehenden Winter nur Energie einsparen. Olli Hansen hat die wichtigsten Tipps zum richtigen energiesparenden Heizen gesammelt. Olli, da sind ja echt innovative Sachen dabei. Ja, Peter, zunächst mal sollte man seiner Freundin sagen, dass gegen kalte Füße zwar auch 34 Grad Raumtemperatur helfen, aber ebenso gut dicke Wollsocken. Also insofern in Wohnräumen runter mit der Heizung auf 21 Grad. Haustiere können auch helfen, Heizkosten zu sparen. Solltet ihr vorhaben, euch einen Hund zu kaufen, dann bitte nicht so eine Fußhupe. Lieber was Größeres, Dobermann, Wolfshund oder Bernhardiner. Mehr Oberfläche, mehr Hitze, wisst ihr, wie ich mein? Wer eine größere Wohnung hat, kann sich auch ein Gnu kaufen. Decke drüber und rankuscheln. Die Hörner sind übrigens super praktische Halter für den Tablet-Computer. Es können aber auch Menschen sein. Ein Schulkind heizt den Raum um ein halbes Grad auf. 10 Kinder machen schon 5 Grad, aber auch viel Arbeit. Besser ist vielleicht ein neuer Trend aus Kanada. Statt Waxing, also die eigenen Haare zu entfernen, ist Aufforsting der neue Trend. Ganzkörper-Haarimplantate sparen bis zu 60% Heizkosten. Man braucht allerdings etwas mehr Shampoo. Ansonsten helfen auch psychologische Effekte. Bilder von Vulkanausbrüchen an der Wand wirken manchmal Wunder. Lass so machen, Peter. Sollte meine Ganzkörperbehaarung diese Woche noch fertig werden und ich als Yeti 60% Heizkosten einsparen, melde ich mich noch morgen. Habt ihr das exklusiv, okay? Ja, vielen Dank, Olli Hansen. Kurznachrichten mit Jessica Burmeister. Ampelkoalition, SPD und FDP streiten darüber, wie lange die Grünphase sein soll. VIPs, Schlagerstar Helene Fischer soll schwanger sein. Ja, wenn das Baby da ist, heißt es nicht mehr atemlos durch die Nacht, sondern schlaflos durch die Nacht. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Kopenhagen. Von der UNESCO zum egalsten Ort der Welt gekürt. Das war's von uns. Wir sehen uns morgen wieder. Bleiben Sie doof. Wir sind es schon.